Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Crust. Ja, wir haben ja in der letzten Folge ein sehr knappes Drama mit dem Strom gehabt, wo wir... Warum machen wir kein Plus mehr? Ich krieg schon Panik jedes Mal, wenn ich sehe, dass das anhält. Aber eigentlich müssten wir eine... Wir machen plus 500 aktuell. Also eigentlich sollten wir hier gut dran sein. Wir bauen jetzt auch gerade noch Batterien auf, damit wir von den Akkus her für die Nacht gerüstet sind. Diese Akkus sind zwar großteils schon voll, aber es sind einige, die noch nicht fertig gefüllt sind. Und wenn die Nacht kommt, haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass das gleich passiert wieder. Und ich sehe das als Drama an, wenn wir nicht genug Akkus haben. Gut. Aber es geht hier auch Stück für Stück voran. Wir müssen jetzt in der Küche noch installieren und alles. Vorräte schicke neuen. Also jetzt muss ich erstmal hier. Schicke Ressourcen an die neu ankommenden. Ja, okay, wie mache ich das? So, der Global Ding ist. Arsch, ey. Nahrung, Medizin, Module und Stahl. Stahl könnte ich providen. Zwar nicht die Menge, aber ich schaue, dass ich es probiere. Wir schicken dich los. Also ich würde in Zukunft ja eine Kitchen Area hier hinten reinsetzen. Deswegen werden wir das hier auch gleich mitmachen. Ja, schau, nice. Hydrokulturfarmen. Direkt auch hier so hin. Was wir bräuchten, wären vielleicht auch mal mehr Roboter. Also unsere Akkukapazität steigt natürlich auch. Das darf man nicht vergessen. Unsere Akkukapazität steigt weiter. Ich hoffe natürlich, dass... Bitte geh nicht unter 20. Also für nächstes Mal sind die Akkus auch gerüstet. Jetzt sollten die dann gleich auch alle online... Ach nee, weil die Lesen sind so rot, genau. Wir rüsten jetzt auf die großen Module auf. Das wird um einiges komplexer natürlich werden von der Masse her. Aber vom Stromsystem sollte uns das relativ gleichbleibend sein. Wenn alles gut läuft, werden wir hier einfach viele Strommodule lang bauen können, die uns dann Strom liefern, weil die bringen ja mal wesentlich mehr wie die anderen. Oh! Oh mein Gott! Also die Quali von den Bildern ist ja der Wahnsinn. Holy shit. Oh mein Gott. Hope 2. Wo sind die gelandet, bitte? Holy shit, boys. Yes, we're receiving a message on the emergency channel. Putting it on the screen. On the screen! We're out of time, Director. The station is falling apart before our eyes. Thanks to the components you provided, we've repaired the second escape pod. Mm-hmm. Part of the crew is on their way to the moon, while the rest will be departing shortly. You'll have to retrieve people from two locations within an extremely short period of time. Their oxygen is almost depleted. I'm redirecting energy to the maneuvering thrusters to soften the impact. May God help us. Over and out. The emergency beacon is fuzzy, so we only know the approximate position of the escape pod. It'll take months to survey the entire area. Ratchet, can we do something to speed this up? Our rover is equipped with the LPS.
Lunar Proximity Scanner. It can detect even the weakest signals on the surface. Director, send the rover to the landing area. We'll find them in no time. Also schicke ich... If we want to find the crew alive, we must immediately send the rover to search. Estimates of the oxygen levels in the capsule are bleak. I've added a timer to your interface, Director. Ja, wo ist denn der? Director, the lunar proximity scanner emits a focused beam of electromagnetic waves. These waves propagate rapidly, covering the area around the scanner. When the waves encounter an object within the scanning zone, the LPS visualizes its location for the operator. If a hidden object is present in the outer scan radius, the LPS will indicate the route to the object. Okay, es wird die Route zum Objekt da zeigen. When a hidden object is within the radius of the rover's inner circle, activating the LPS will accurately display its location. Okay. Fahren wir erstmal bis hierhin. Wie viele Tage? Ich habe nicht mehr so viel. Wo ist das Gebiet? Hat unser anderer Rover auch so ein LPS-System? Wir schicken ihn mal raus. Warum hat das jetzt schon wieder keinen Strom? Hä? Not enough. Okay, das ist klar. Das kriegt organische Stoffe geladen, dann okay. Wie viel organische Stoffe habe ich überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ressourcen. Null. Das ist immer eine gute Zahl, 0. World Map. Zurück zur Basis, du bist leider nicht nützlich. Weiter bewegen, bitte. Das Problem ist, ich weiß ja nicht mal wo. Der Mond ist riesig. Es könnte hier drüben sein. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Fuck. Dunkle Seite des Mondes, 20 Tage habe ich. Wir haben gerade die dunkle Seite erreicht. Oh, fuck. Die hätten uns ja wenigstens eine grobe Position sagen können, aber gar nichts? Gar nichts ist hart. Der will also sich blau machen. Ich habe gerade gar kein Grün, ist okay. Flugkontrollzentrum, Maschinen.
Ah nee, die produzieren uns jetzt organische Stoffe und das wandelt das in Nahrung um. Dann machen wir aber gleich noch eins hin. Und hier oben. Na, ist ja falsch. Ich gehe auf volle Energie. Ich will nicht, dass das nochmal passiert wie letztes Mal. Ich gehe kein Risiko ein. Uns wird keiner sterben. Aber jetzt habe ich es natürlich falsch verbunden, ne? Naja. Es soll immer nur dieses 300-Modul von beiden Seiten erreichbar sein. Wenn irgendwo was ausfällt, kann von beider Seite was nachgehen. So das Ziel dahinter. Problem ist, wir müssen jetzt auf der Weltkarte komm schon, wir brauchen Sonne. Mit meinem Bats voran. Ah, schön, weil wir grün nichts kriegen. Ah, ist das dumm. Ach, heilige Scheiße. Okay. Wenn alles gut geht, sollten wir bald hier noch neue Batterien stehen haben. Wie schön, haben sie den größten Teil aber auch schon ready to go. Das wird alles... Warte, ich muss mich mal umsetzen. Ich glaube, ich rutsche schon wieder in meinen Stuhl rein. Das könnte sehr interessant werden. Das könnte echt sehr interessant werden, weil ich finde die, glaube ich, nicht auf der Karte. So, gleich kommt dann die Sonne. Dann sollte ich die finden. Ich vermute mal, entweder sind sie hier um die Area, hier um die Area. Es sind halt zu viele Krater. Es könnte auch der sein. Oder hier unten einer. Hier sind unten sind ja Tausende. Der könnte es auch sein. Ich weiß ja nicht, was sie erwarten, dass ich mit meinem Ding mache. Aber es sind noch 10 Tage übrig, den zu finden. Der Freund ist immer noch nicht auf dem Weg. Jetzt ist er auf dem Weg. Ich check mal den Kater hier. Ich habe 9 Tage. Research complete. Das Problem ist, du weißt halt nicht. Ich krieg gar keinen. Ach was. Find them and send a cargo truck immediately. Ist die lustig? Was tue ich denn hier gerade? Gib mir doch eine Richtung vor. Aber mir zu sagen, die sind irgendwo gelandet. Such mal, der Mond ist dezent groß, Freunde. Nächster Suchintervall. Schaut alles gleich aus. Ach, ich kann es dir doch nicht sagen. Ich kann jetzt vollkommen falsch fahren. Wir fahren nach da drüben. Ich habe noch 6 Tage, um sie zu finden. What should I do? Oder sollte der Hint am Ende sein, hey, da ist ein Krater, such mal. Was heißt eigentlich die Zahl da hinten? Die zählt hoch. Heißt, ich spiele insgesamt schon 2 Stunden den Game, den Spielstand? Soll ich hier auch nochmal scannen? Ich hätte den gesamten Krater im Umkreis.
Auch nichts. Der Krater. Komm schon. 4 Tage noch. Ich schaff's nicht in 4 Tagen rüber. Ich schaff's nicht. Ein Peilsender wäre nett an so einem Raumschiff. Das ist das bezahlte Labor. Warum auch immer das nicht auf fertig erforscht ist. Um Hilfe rufen. So sind wir, da kommt der Schatten schon wieder. Ich habe noch 2 Tage und ich bin nicht mal ansatzweise in der Nähe. Was erwarten die? Ich bin verwirrt, was wollen die von mir? Ich kann nicht zaubern, ich mache nicht Hexes und es funktioniert auf einmal. So geht das nicht. Ich mache jetzt nochmal einen Scan, vielleicht finde ich was. Ich sag einfach mal der Krater. Director, I have some bad news. According to our estimates, even in the best case scenario, the Hope 2 escape pod has already run out of oxygen. The crew is almost certainly dead. We have to make sure, but we are to blame for their demise. Because we didn't take the job seriously. People were looking for help, which we failed to provide. We basically killed them. I'm sorry. Nein, das sehe ich nicht so. Nein. Wir suchen nach ihnen. Bloß ich kann nicht finden, was unsichtbar ist. Das ist wie eine Stecknadel im Heuhaufen. We are to blame. Genau. Hier ist nix. Weißt du, oh. Ich krieg ja nicht mal eine Info, wo ich suchen muss. Wait. Da oben. Fucking shit of hell. Gab doch eine Info. Warum muss das denn derselbe Marker sein wie die ganzen anderen? Wo ist mein Rover? Base verlassen. Wir haben es nicht serious genommen. Oh, mein Akku ist voll. Wir hatten wieder Tag. Was tun wir gerade? Orange. Gehen wir nochmal ins Social. Also in Wassertanks. Ich habe echt gedacht, es ist dasselbe wie bei den anderen. Ganz ehrlich. Ja, er ist natürlich jetzt out of power. Bis ich vorbeikomme, sind die so oder so tot. Du kannst machen, was du willst. Langsam wird's aber. Unser Sauerstofftank ist auch fast voll. Gott, das stört mich jetzt schon wieder. Jetzt würde ich am liebsten gerade restarten, aber mei, das ist die Story jetzt, ne? Warum hat der eigentlich noch so viel Akku?
Da habe ich natürlich dezent falsch gesucht. Ich habe auch nicht erwartet, dass das schon ein als Erkundet-Zeichen in dem Fall ist, ganz ehrlich. Ich hätte irgendwie so ein Missionsziel und wenn du aufs Missionsziel punktet, der dich hin sagt, hey, da musst du suchen, das ist dein Punkt. Aber überleg mal, wenn ich jetzt alles oder vier von denen habe, erkunde ich oder merke ich das unbedingt? Ich bin auch dumm. Ich bin ziemlich dumm, würde ich mal sagen. Aber trotzdem denke ich, würdest du das nicht unbedingt sehen. Sondern wenn er dir sagt, hey, du kannst suchen, gehst du suchen. Oder ich habe einfach irgendwas komplett überlesen in dem Fall. Mai. Blame it on me. War mein Fehler. Punkt aus Ende. Vier Wetten platzieren. Ja, nee, ich habe keine vier Wetten. Forschung. Welche Forschung brauchst du, um zu recyceln? Ah, hier unten, Bergen. Da ist die große Batterie drunter. Dem Pfad müssten wir auch gehen für die große Batterie mal. Das hört sich so an, wenn ich nicht da einen Tab drücken würde, dass er schon wieder losfährt. Kann ich dir die Geschwindigkeit erhöhen, ne? Ich hoffe, dass ein Miracle passiert und die noch am Leben sind, ganz ehrlich. Ich hoffe so drauf. Das Problem ist, ich kriege hier keine grünen Rohstoffe mehr rein aktuell. Ich kann nicht mal die Betten fertig machen. Wasting Science Points. Ja, aber ich kriege ja nur die Orangen. Ich kann auch versuchen, reine Oranges zu erforschen. Die Frage ist, gibt es sowas reine Oranges? Okay, da sind wir auch schon... Holy shit, wie tief geht denn das? Haben wir hier was rein Oranges? Engineering Lab, Grundlagenforschung, Kohlefaserfabrik. Machen wir das einfach. Wir haben wieder Tag. Aber wäre ich überhaupt von da unten bis da oben in den Tagen gekommen, ganz ehrlich? Ich war ja da komplett weiter unten und habe mir das da angeschaut. Was apropos ich auch noch erledigen muss. 400 Stahl wollen die. So, schau mal, ich will ja jetzt nicht zu viel sagen, aber Batterien sind nie schlecht. You can't build here. Ah, hier darf ich nicht mehr... Ja, warum darf ich nicht mehr bauen, aber hier darf ich noch bauen. Dann baue ich hier noch eine Akkufarm. Ein Akkufärmchen. You can't build here. Gut, jetzt heißt alles wieder verdrahten. Okay, und dann dich mit dir verbinden, dich mit dir verbinden, dich mit dir verbinden und einfach euch beide auch noch. Gut. Dann steht jetzt hier eine große noch Akkufarm, die nochmal um einiges mehr Leistung bietet am Ende. Und wir sollten good to go sein. Ja, jetzt haben wir natürlich massiv Strom gebaut. Kommst du auch irgendwann an,
der Mond überholt dich noch. Wie schaut es hier mit der Nahrung aus? Scheint zu produziert zu haben. Und wir haben hier 20 Nahrung drin. Super. Die neuen Akkus stehen auch schon halb. Schauen wir mal, wie schnell wir hier jetzt am Akku produzieren sind. Holy moly. Das bedeutet aber auch für uns mehr Kapazität, mehr Möglichkeiten in Zukunft. Der baut schon den nächsten Akku fertig. Wahnsinn. Gib dir die Masse, in der wir hier bauen. Massenakkus for life. Und ich muss mein Mikrofon woanders hin tun. Ansonsten seht ihr mein beautiful face nicht mehr. Oh Gott. Das hat sich so dumm angehört schon wieder. Aber wir wollen natürlich jetzt gucken, ob der Rover da ist. Bewegen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Research complete. Objective untersuchen. Du hast die Rechnung, was du gefunden. Die Luke ist offen und innen siehst du mehrere verstümmelte Körper. Diese armen Seelen haben den Aufprall nicht überlebt. Neben der Kapsel liegen die Besatzungsmitglieder bedeckt mit Mondstaub. Als du dich mit dem Rover näherst, siehst du hinter ihren Visier starre Ausdrücke des Entsetzens. Falls sie nach der Landung noch überlebt, ging ihnen die Sauerstoffreserve aus, bevor der Rover eintreffen konnte. Still find the second pod, but I'm afraid we won't find anyone alive. Wait, jetzt ist da noch ein zweiter. Wo ist die zweite Kapsel? Slowly, slowly, slowly. Ist die hier auch im Umkreis? Ach, was? We have the seismograph data. I've marked the impact zone on your map, Director. But it's a large area, so we'll have to use the rover scanner once again. Gut, los geht's, beide. Und seht ihr, was ich sehe? Ich sehe Dunkelheit. Wisst ihr, was bei Dunkelheit nicht funktioniert? Unser blöder Rover. Oh, fuck. Welche Rover schafft's? A oder B? A oder B? Oder Akku ist schon halb leer. Schauen wir, wie schnell dieser blöde Akku leer geht. Oh Gott. Ich sag dir eins. Wait, ist das jetzt die von vorhin? Ah, das kann ich von hier sammeln. Oh, da ist Nahrung viel dabei. Ah, schön. Da muss ich hin. Da muss ich hin, Mensch.
Oh, nö, schon wieder warten, bis Sonne ist. Also das ist stressig, das ist richtig stressig, weil dieser Rover auch so schnell den Speicher verliert. Problem ist, wenn ich den jetzt losschicke, habe ich danach Problem, ne? Fuck. Idle Mining, genau. Mining Drills. Wir meinen einfach weiter aus, so gut wie es geht. Dann meinen wir einfach mal hier so eine Kurve. Und dann noch hier so ein bisschen raus. Und dann nehmen wir hier den Rest raus, der hier schon gemacht wurde. Haben die schon Sonne? Nein. Und ich kann nicht suchen, weil der hat keinen Funken Hoffnung, was zu finden. Während der genau mir sagt, hier muss ich hin. Also ungefähr da, wo ich hier stehe. Wir schaffen es heute noch in der Folge, ich sag's euch. Bloß wir haben auch keine grüne Forschung mehr. Bedeutet, ich krieg weder Belüftung noch Single-Bett fertig. Seht ihr mein Dilemma? Ich hasse dieses Dilemma. Also eins der guten Sachen ist ja, unser Akku hält mittlerweile 50 Tage. Das ist relativ geil. Wo bleibt die Sonne da? Die Sonne, ja, wo wartet das Licht? Wo bleibt das Licht? Meine Friend und Friends. I need my sun. I need it. I need it, need it, need it. Please. Oh, ich sag's euch, ich sag's euch. Komm schon. 2081. Okay, jetzt gleich sollte es soweit sein, dass dieser Rover hier wieder Schub bekommt. Kann man dem eigentlich ein Upgrade geben? Dass der mehr Akku hat. Das wäre relativ geil. Das ist wie ein Kerbal Space, wo mehr Batterien dran klatschen. Und vielleicht kriegen wir in Zukunft einen neuen, besseren, größeren. So einen Ultra mit Reaktor. So, komm schon. Diese Batterie muss geladen werden, Baby. Come on. Oh, ich sehe uns rollen. Wir sind wieder am Moven. Kommt schon. Wir nutzen das jetzt voll aus. Wir werden schauen, dass wir die finden. Rover hinterher, der kommt direkt mit. Double Team. Let's go. Ja, wir verwenden das schon wieder nicht. I know. Aber für was auch? Wo? Los geht's, Jungs! Okay. Die Beschaffenheit des Rumpfes zeigt, dass die Kapsel schon vor dem Aufprall auf der Oberfläche beschädigt wurde. Die Explosion, die die Station traf, ließ die Passagiere fast ohne eine zweite Rettungskapsel. Dank der Bemühungen für der Hope-2-Besatzung wurde sie zum Mond geschickt, aber die Schäden erwiesen sich als zu schwerwiegend und die kosmische Strahlung zerstörte die Mikrocomputer. Die Elektronik fiel aus, die Passagiere waren nicht in der Lage, die verklemmte Luke zu öffnen. I can't shake the feeling that we could have saved them. We could have done more.
Also interessant ist. We've received information about the death of the entire Hope 2 crew. Director, we entrusted you with an important task, and you failed. Take measures to prevent it from happening again, or Crust will do it for you. We've done all we can. We need to get back to our primary job and continue to boost our production and resume shipments to Earth. Ja. Alles bergen. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich schauen, dass wir den Rest vorankriegen. Beim Krater befindet sich eine Forschungseinrichtung. Am Haupteingang stehen zahlreiche Frachtcontainer, die mit Logos des Konzerns Quawa, SA und Ali gezeichnet sind. Drohnen schwirren umher und es finden rege Gespräche per Funk statt. Als sie von sich nähernden erfahren, geht ein Funkspruch ein. Hola, Direktor, Vertreter ist ein Unternehmen, das sich auf moderne Landwirtschaft spezialisiert hat. Wundere dich nicht über die Aktivitäten im Eva. Wir und unsere Partner sind in einen aktiven Streit um die Rechte an dieser Einrichtung verwickelt. Dieses Forschungszentrum war unser Gemeinschaftsprojekt zur Entwicklung neuer Arten von außerirdischen Nutzpflanzen. Nach der Katastrophe wurde ein Teil des Personals evakuiert und unsere geschätzten Partner beschlossen, die Situation auszunutzen und sich die Einrichtung anzueignen. Greetings, Director. I represent the interests of the ACIL Enterprise. Do not listen to the accusations from our former partners. They were engaged in the development of a new type of plants, but we provided all the infrastructure and equipment. According to the contract, in case of an emergency, the rights to the facility and all developments should pass to us. But these farmers do not want to fulfill their obligations. On the contrary, they demand we transfer the facility and all developments. Director, in this situation, we can use the emergency powers Crust gave us to put pressure on the corporations. Okay. We can give the samples and with the equipment to one side of the conflict or the other, take it all back, or send a botanical specialist to reopen the facility to benefit our mission. Also an eine oder andere Seite des Konflikts geben, alles zurücknehmen oder eine Lusche. Wir haben keine Botaniken. Besorge dir die Forschungs. Giving the samples to the farmers makes the most sense. They know best how to handle this moon celery. Okay, haben wir noch irgendwas zum Erforschen? Was nicht 4 Kilometer entfernt ist, dass ich am Ende hier rumfahren muss. Gut. Aber Leute, ich würde sagen. These farmers are good guys. Now there'll be apple trees on the moon. Apple trees! Gut, Leute. Aber. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Serie erhaltet und was für Serien euch auf jeden Fall noch wünschen würdet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Schaut vor allem auch in den anderen Serien vorbei, die gekommen sind. Und bei dem Gamescom-Video von mir, wo ich über meine Erfahrungen auf meiner ersten Gamescom erzähle. Und ob ich 2025 wieder auf der Gamescom sein werde. Also, bis dann.